Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Spencer. Tja, hallo Leute. Sag mal, ja? Sag mal, was willst du eigentlich mit diesen Hängedingern? Die stelle ich irgendwo hin, so ganz malerisch, verstehst du? Hä? Sag mal, hast du noch nicht genug mit deinen eigenen Kakteen? Was, wieso? Hängegeranien ist doch die große Masche im Dorf. Oh, ja, 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 ja. Oh, Leute, die Mona hat dem Nepi... Der ja eigentlich Nepomuk heißt. Ja. Also, die Mona hat dem Nepomuk einen ganz dollen Geraniensöller gezaubert. Das müsst ihr euch unbedingt ansehen. Leute, es geht los beim Schloss. Ja, wirklich wunderschön, Nepi. Wunderschön. Ja. Hast du dich denn bei Mona dafür bedankt, Nee. Wieso bedankt? Muss ich das? Na, hör mal. Für so eine Arbeit lad sie zu Kakao und Kuchen auf deinen Söller ein. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Ja, aber du hast es nicht getan. Na ja, das ist so. Ja. Irgendwie weißt du... Ja, ich weiß. Du magst dich immer nicht bedanken. Aber spring halt mal über deinen Schatten, Hä? Was machst du denn? Naja, ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ach, nee, Pi. Ja, hier, pass mal auf. Was ist das denn? Die feierliche Einladung für Geranienmona. Oh, was, Nepi? Ja, geh du als Freund und Bote zu Mona und lad sie feierlich ein. Hier steht alles drauf. Ja, aber ich kann doch nicht lesen. Das weiß ich. Deswegen habe ich ja alles gemalt. Schau dir das mal an. Na? Oh, Nepi. Kuchen, Schlagsahne, Braten, Suppe, Eis, Kerzen. Was bedeuten die drei Figuren da? Das sind die Quietschboys. Bei denen habe ich einen Mona-Song extra bestellt. Oh, Nepi, das ist aber schön. Soll ich dich auch einladen? Ach nein, Nepi. Was? Ich kann ja nicht. Och, ich muss noch die Lampen an meinem Lift in Ordnung bringen. Du musst mir übrigens dabei helfen. Das geht nicht. Was? Heute stehe ich den ganzen Tag Mona zur Verfügung. Ach ja, stimmt ja. Na, ich werde Lisa fragen, ob sie mir helfen kann. Huch, was hast du denn da? Wo? Da. Ach, das sind Kletten. Ach. Die sammle ich. Ich habe schon eine ganze Schale voll. Hier, hast du die Einladung? Mona soll bald kommen. Ja. Und sei nett zu ihr. Ja, aber Nepi, ich bin doch immer nett. Tschüss. Ja. Tschüss. Sag mal, sind wir hier im Feuchtbiotop oder was? Siehst du nicht, dass das alles daneben läuft? Ah, wo ist denn ein Lappen? Also wenn du glaubst, dass ich dich für diese Pritschelei auch noch zum Essen einlade, dann hast du dich aber getäuscht. Da lege ich auch gar keinen Wert drauf. Wo sollen denn diese Geranien alle hin? Ja, das weiß ich noch nicht. Es wird mir schon was einfallen. Leute, es geht weiter beim Hausboot, wo Freund und Bote Kasi die Einladung zum Festessen überbringt. Oh, was steht uns denn da ins Haus? Ich bin der Freund und Bote von Nepomuk, Schlossherr zu Nepomukhausen. Oh. Er lädt hiermit Geranienmona feierlichst ein. Das bin ich? Auf dem Programm steht Folgendes. Kakao und Kuchen mit Schlagsahne auf dem Söller. Ein Ständchen der Quietschboys zu Ehren von Geranienmona. So dann Suppe, Braten mit Beilagen, Eis. Alles bei Kerzenschein im Schloss. Oh, das gibt's ja nicht. Das ist ja toll. Kasi, seit wann kannst du denn so gut lesen? Ja. Nepi hat mir doch alles schön aufgemalt. Oh, das ist aber lieb. Schön. Sag mal, und seit wann kann Nepi so gut kochen? Oh, schon immer. Er lädt eben nur selten jemand dazu ein. Ach so. Und das alles für mich ganz alleine? Ja, wenn der Nepi mal zuschlägt, dann ist er ein Verschwender. Ja, also Mona, ich freue mich riesig für dich. Ja, das tue ich. Ach, danke, Lisa, ich habe eine Bitte an dich, ob du mir ein bisschen helfen kannst. Ich habe so Schwierigkeiten mit den Liftlampen. So. Also, leider kann ich dir zur Belohnung nur ein Müsli auf dem Balkon anbieten. Naja, ist es denn mit Rosinen? Ja, und frischer Milch und Kiwischeiben. Kiwischeiben? Auch was Feines.
Na ja, gut, ich komme. Danke. Also, Mona, der Schlossherr erwartet dich dann bald. Ich komme sofort. Ich komme auch mit zu meinem Müsli. Ach, ich krieg Braten. Ja. Lisa. Ja. Bist du neidisch? Ich, na ja, also, wir haben ja gesagt, dass wir immer offen und ehrlich zueinander sein wollen, ja, ne? Und also ich bin furchtbar neidisch, ja. Ach, weißt du was? Nee. Du kriegst einfach von allem was ab. Was? Ja. Da willst du ins Gemüse vom Söller schmeißen, Marie? Nein, wir tauschen die Rollen, dauernd. Du meinst? Ja, genau so. Wenn ich genug Kuchen verdrückt habe, kommst du von Kasi rüber und willst mir was sagen. Was Geheimes natürlich. Ja, 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 ja. Und das geht nur im Schloss. Ja. Da treffen wir uns und dann gehst du für mich auf den Söller, ja, und ich gehe zu Kasi. Oh, Schwesterherz, dass du das für mich tun willst. Ach, wozu sind wir denn Zwillinge? Die können uns ja doch nie auseinanderhalten. Aber ich krieg auch Suppe und Braten und Eis und Kerzenschein alles, und alles. Alles, alles, was alles, du alles willst. Wir wechseln dauernd. Ja, toll. Wir können ja auch zum Beispiel mal auf Toilette müssen. Ja, oh, das wird eine ganz tolle verhohene Piepelei. Wir fressen den Nepi ratzekahl. Ratzekahl. Sag mal, aber wenn die uns an den Frisuren erkennen. Ach, Ja, ich hab's. Ja? Wir setzen unsere Hüte auf. Oh, prima Idee, toll. Nun, was ist? Sie sind gleich hier, Nepi. Was, beide? Hm? Mich interessiert nur Mona. Ja, 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 ja. Lisa kommt auch mit. Sie will mir doch helfen. Hallo, Nepomuk. Willkommen, lieber Gast. Welche ist denn nun mein Gast? Also, ich bin Mona. Das stimmt leider. Mona, bitte begleite mich ins Schloss. Bitteschön. Ich darf vorausgehen. Mona. Ja? Wehe, wenn du mich vergisst. Keine Sorge. Hm? Hallo, Lisa. Komm mit zu mir. Immer ja, ja. Also, was ist denn jetzt kaputt, hä? Ja, also, liebe Lisa, es ist folgendermaßen. Ja? Wenn der Fahrstuhl... Hey, Lisa. Was? Ja. Wenn der Fahrstuhl rauffährt, ja, dann? Dann leuchtet immer zuerst die mittlere Lampe auf. Na, sowas. Dann die untere. Das ist ja fürchterlich. Dann die obere. Hm? Tja. Das muss doch repariert werden. Ja, das muss repariert werden. Das soll ich jetzt reparieren, oder was? Nein, du doch nicht. Hm. Du sollst mir immer nur ansagen. Ach, ansagen? Pass mal auf. Ja. Ich muss das da hinten am Schaltkasten kontrollieren. Ja. Aber da sehe ich ja die Lampen hier vorne nicht. Nein, die siehst du dann nicht. Und deswegen musst du mir immer ansagen, welche gerade brennt. Lisa, doch mal still, die kommen gerade. Da. Oh, das habe ich aber wirklich schön gemacht. Ja, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. So, kleines Hütchen da rein. Ja. Soll ich dir Kakao einschütten? Oh, ich bitte darum. Ja, so, da haben wir das Kännchen. So, so, bitteschön. Du magst doch auch gedeckten Apfelkuchen. Ja. Oh ja, ich bitte auch darum. Ja, mit viel Sahne, ja. Na klar. Ja. Oh, das ist ja viel. Das reicht ja für zwei. Ja, wir sind ja auch zwei. Ach so, ja, 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 klar. Mona, Mona, ich muss dir was sagen. Aber Lisa, doch nicht schon jetzt. Aber nicht vergessen, nicht vergessen. Nö, nö. So, und was ist jetzt beim Runterfahren kaputt, hä? Also da ist es auch ganz merkwürdig. Mhm. Da leuchtet zuerst die untere Lampe auf. Ach, und das ist so schlimm? Na, hör mal, wenn der Fahrstuhl von oben runterfährt, muss doch zuerst die obere Lampe aufleuchten. Ja, ja, das leuchtet auf. Ich meine, das leuchtet ein. Die leuchtet aber als zweite auf. Dann als dritte die mittlere, die eigentlich als zweite aufleuchten müsste. Das ist sehr schwer zu verstehen, finde ich. Nein, du musst das ja nicht verstehen, Lisa. Du sollst mir nur sagen, welche Lampe aufleuchtet. Nicht, dass der Nepi etwas schon abräumt. Was? Ach, nichts. Mona, jetzt muss ich dir aber wirklich ganz, ganz dringend was sagen. Ja, sag's doch. Was? Das ist geheim. Komm rein, wir treffen uns auf der Treppe. Ja, ist gut, es ist so dringend.
Das war eine tolle Idee vom Kasi mit dieser Geranien-Einladung. Hoffentlich ist noch was da. So, gedeckter Apfelkuchen. Ja. Schmeckt prima, Lisa. Toll. Ist denn noch genügend Sahne da? Aber ja, sicher. Ja. Aber hier, du musst die Serviette umbinden. Was? Ja, ja gut. So, danke. Alles klar. Alles klar. Viel Vergnügen. Ja. So, da bin ich wieder, Nepomuk. Ja, schön. Möchtest du noch ein Stück Kuchen? Wieso noch? Ach so. Ja, ja, bitte. Und bitte mit viel, viel Schlagsahne. Ah, hier. Oh, oh, danke. Freut mich, wenn es dir schmeckt. Sag mal, wie viele Geranien sind das eigentlich? Wie viele? Das weiß ich doch nicht. Was? Ach so. Ja, also, ich dachte mir, für dich, lieber Nepomuk, die Blumenschönheit in Hülle und Fülle. Lisa? Lisa! Was ist jetzt? Was soll sein? Na, ob die mittlere Lampe blinkert. Ach, woher soll ich denn das wissen? Vielleicht, indem du mal hinguckst. Das habe ich dir doch alles erklärt. Also pass jetzt bitte auf, ja? Ja. Worauf? Na, ob die mittlere Lampe blinkert. Ah, ja. Muss man dir denn alles zweimal erklären? Ja, ja. Nein, warte doch mal. Wer der Mona-Song jetzt recht? Schlossherr Nepomuk? Ja, ja, sehr gut. So, jetzt kommt das Ständchen für dich, Mona. Für mich? Hä? Wieso denn für dich? Doch, sei still. Du bist ein Zwilling mit blondem Haar. In diesem Lied bist du unser Star. Dich mögen, das ist wirklich nicht schwer. Wir sind völlig weg, es hat keinen Zweck. Der Blumenschmuck, der ist eine Zier. Die Blumen hier verdanken wir dir. Der Turm war vorher öde und leer. Wir sind völlig hin, bis zum Kinn. Mona, du bist unbenommen. Mona, auf die Idee gekommen. Mona, du sollst Dank bekommen. Hier vor der Tür, ganz ohne Gebühr. Mona, guckst du jetzt mal bitte, ob die mittlere Lampe läuft? Sei still! Die singen so schön. Aber die singen doch Mona an. Wir sind ganz benommen. Ja, und du bist Lisa. Hier vor der Tür, ganz ohne Gebühr. Ja! Entschuldigung. Oh, ich halte das nicht aus. Halt! Stopp! Aufhören! Sofort! Aufhören auf der Stelle! Mona, du kommst sofort darunter. Ich muss dir unbedingt was Geheimes sagen. Aber ein bisschen plötzlich. Ach, ja doch, Lisa. Was soll das denn? Das ist mein Song. Ja, ist ja schon gut. Ach, jetzt hat sie ihre Serviette vergessen. Na, ist ja auch schon egal. So, da bin ich wieder. Gut. Quietschis, weiter jetzt. Quietsch, Boys, vollendet das Loblied auf Geranien, Mona. Alles klar, machen wir. Ja, weiter. Ach, Quietschis. Oh Mona, du bist so wunderbar. Oh Mona, ach, na endlich können wir weitermachen. Ja. Jetzt pass auf, ob sie blinkt, ja? Ob wer blinkt? Ob wer blinkt? Ja. Die mittlere Lampe natürlich. Ach so, ja, 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 ja. Du bist unbenommen, Mona. Auf die Idee gekommen, Mona. Du sollst Dank bekommen, hier vor der Tür. Ganz ohne Gebühr, Mona, du bist stets willkommen, Mona, du bist angenommen, Mona, wir sind ganz benommen, hier vor der Tür, ganz ohne Gebühr. Bravo!
schön. Keine Vielen Ursache. Dank. Dank euch. Hat uns Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich glaube, du magst keinen Kuchen mehr, was? Ach nein, danke. Ich hatte ja schon eine Menge. Und die Sahne ist auch alle, ja. Hm? Und wo ist deine Serviette? Deine Serviette? Na, und wieso hat Lisa eine Serviette um, wenn sie Kasi beim Fahrstuhl hilft, hä? Na ja, vielleicht, weil sie nachher noch Müsli kriegt. Hm? Also jetzt blinkert sie. Welche? Na, die obere. Hoch? Hm? Warum hast du denn eine Serviette um? Lisa! Du hast aus Versehen meine Serviette um. Na, sowas. Ich bring sie dir. Wie konnte denn das bloß passieren? Bleib gleich unten, Mona. Es folgt dein Festessen im Festsaal bei Kerzenlicht. Als erstes gibt es Suppe. Hey, Nipi, da stimmt was nicht mit den beiden. Kommt mir auch komisch vor. Ich werde das gleich mal nachprüfen. Das mit der Serviette war wahnsinnig peinlich. Und ich hab's dir noch gesagt. Ja. Mona? Ja, ich komme. So, danke. Und wehe, du holst mich nicht bald zur Suppe. Oh, ja, ja. Hm? Tschüss. Die Serviette. Ja, danke. Bitte schön. Ja, komm, nimm doch bitte Platz. Wie schön. Ja, nimm bitte Platz. Ja, gerne, da drüben. Ja, da drüben. Na? Wie viel Suppe, Mona? Oh, viel bitte. Ja. Gut, ich wünsche dir was. Ach, danke, Nepomuk. Ach, wie die duftet deine Suppe. Sauerampfer aus dem Schlossgarten mit viel Creme fraiche. Du hast dir jetzt solche Mühe gegeben, ehrlich. Das hat meine Geranien, Mona, auch verdient. Wie viel Geranien hast du eigentlich gepflanzt? Hm? 10. 3 in der Mitte, 4 rechts und 3 links. Hm. Wenn du das so genau weißt, dann bist du Mona. Ja, wieso nicht? Ich muss mal auf die Toilette. Ach, ja. Oh, ja, ich auch. Ja. Wo ist sie denn? Ja, da hinten links. Letzte Ach so, Tür. Danke. Durch die Klette auf der Schulter kann ich die beiden Zwillinge auseinanderhalten. Herein, die Tür ist offen. Du, Nipi, Nipi, ja. Die Zwillinge, die wollen uns aufs Kreuz legen. Psst, ich hab's rausgekriegt, welche Mona ist und habe eine Klette auf die Schulter gedrückt. Wenn jetzt eine mit Klette zu dir herauskommt, dann ist das die falsche. Mona. Ja, aber lass dir nichts anmerken. Hau ab! Komm. So, dann werde ich mal meine Suppe weiter auslöffeln. Ja, ja. Tut das, ihr beiden Schönen. Die Suppe duftet aber schön. Das hast du schon mal gesagt. Ist das wahr? Also das kann man ja nicht oft genug sagen. Oder hat das eine andere gesagt? Wieso ein anderer? Ich weiß, wer du bist. Ich? Wieso? Wer? Ein Zwilling. Ja, das stimmt. Bloß welcher? Ja, aber welcher? Wieso welcher? Was ist das für eine Suppe? Sauerampfer mit Creme fraiche. Oh. Ich sagte es schon einmal, Mona. Mona? Hast du ja? schon Braten gehabt? Ich muss mal auf die Toilette. Ja, ich auch. Komm. Ihr müsst aber oft. Ja, ich hab so viel Kakao getrunken, weißt du? Das kann man wohl sagen. Gerade für 2. Ich hol den Braten. Ihr wisst ja, wo die Toiletten sind. Irgendwas mulmig. Ja, der Kasi war auch so pampig zu mir geworden. Aber wieso? Was ist bloß passiert? Hey, Nipi, die hauen sich hier alle beide die Wampe voll. Und ich habe dauernd eine andere bei meinen Blinkerlichtern. Ich weiß,
Gefällt mir, wie die uns reinlegen. Aber mit der Klette hast du sie reingelegt. Wollen wir es ihnen ins Gesicht sagen? Hm? Nee, nee, lass doch mal. Mal sehen, wie sie sich da rausreden. Die kommen, hau ab, schnell. So, jetzt erst mal braten für die eine Dame. Ja. Und dann braten für... Nein, nicht für die andere. Och. Für mich. Ach so. Also tschüss, ja. Mona. Ja. Das stimmt. Was stimmt? Dass du Mona bist. Aua, was kratzt denn da dauernd? Kratzt da was? Oh, gut, dass ja. du wieder da bist. Ja, wieso wieder? Ach so, ja, du meinst von der Toilette. Ja. Von der Toilette, ja. Und überhaupt, dass du wieder da bist. Wer sollte denn sonst? Naja, bei Zwillingen weiß man ja nie, welche welche ist. Ich bin jedenfalls Mona. Ja, das stimmt. Was machst du denn da dauernd an meiner Schulter rum, Nepomuk? Du hast eine andere Schulter als Lisa. Ja. Als Lisa hier saß und die Suppe ausgelöffelt hat, da habe ich... Lisa hier? Wieso Suppe? Oh, jetzt muss ich aber schnell losgucken, ob das Hausboot brennt. Was? Ja, nein, ob es untergeht, meine ich. Oh, Nepomuk, halt mir bloß Braten warm. Ich hatte noch nicht genug. Ach, tschüss. Was ist denn los? Komm mit! Hm? Die Jungs wissen alles. Das habe ich auch schon gemerkt. Wie ist denn das passiert? Ich weiß nicht. Poldi, wach auf. Ich seh doch mit. Sag mal, kannst du uns unterscheiden? Guck bitte genau hin. Na. Nee, geht nicht. Woran konnten denn Kasi und Nepomuk uns unterscheiden? Das weiß ich auch nicht. Einfach nicht. Nee, wirklich. Ah! Welche bist du? Mona. Ha, guck, geht da. Da ist eine Klette auf deiner Schulter. Ah, das hat so gepiekst. Daran konnten wir uns unterscheiden. Nein, wir raffinieren. Aber weißt du, wir sind noch viel raffinierter. Ja. Holdi, tu mal die Klette auf meine rechte Schulter. Aha, genau an dieselbe Stelle. Ja. Da, batz und die sitzt. Krieg ich doch noch meinen Braten. Danke, Holdi. Los, komm. Tschüss. Tschüss. Und blinkt. Ah, das war Mona. Kann weitergehen, Kasi. Ah, bin ich froh, dass du wieder da bist, Lisa. Ach so, ja, lass blinkern, Kasi. Mhm. Oh, danke, dass du mir den Braten warm gestellt hast. Na, so selbstverständlich. Mhm. Sag mal, habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie gut er schmeckt? Du weißt ganz genau, dass du mir das noch nicht gesagt hast. So. Denn du warst Mona und du bist Mona. Ja, also, Nepomuk, ich muss dir was gestehen. Ja? Also, weißt du, beim Kuchen und bei der Suppe, da waren wir wirklich zwei. Das habe ich doch längst gemerkt. Ach ja? Ach, wirklich? Mhm. Ja, wie denn? Ich habe ein Kennzeichen, aber ich verrate das nicht. So. Möchtest du noch braten? Nein. Da habe ich ja jetzt auch... Also, ich habe genug, ja. Ja, gut. Dann vielleicht Eis. Oh, ja. Hier, Pistazie, Schoko, Ananas. Also, ich bin so froh, dass ich dir alles gesagt habe. Und dass es nur noch eine Mona gibt. Ja. Die Lisa tut einem ja so richtig laut. Ich muss mal auf die Toilette. Ja, ich auch. Aber euer Spiel geht doch gar nicht mehr. Welches Spiel? Lisa, ich habe Nepomuk alles gestanden, dass wir am Anfang gewechselt haben. Ach so. Aber jetzt ja nicht mehr, weil doch der Nepomuk alles durchschaut. Aber er verrät nicht wie. Ah, so. Ja. Dann muss ich eben mal richtig auf die Toilette. So. Ich auch. Bist du mit dem Eis fertig, Mona? Nein. Es hätte nur eine antworten dürfen. Ja, stimmt. Nimm mir mal die Kette von der Schulter, schnell. So, nimm sie mal. Ja, dreh dich rum. Ja. So. Ah. Na, wie war das Eis bei Nepi? Oh, hätte mehr sein können. Komm, lass uns gehen. Ach, da seid ihr ja wieder. Ja, da sind wir wieder. Oh. Aha. Du bist immer noch Mona. Ja, genau.
Pumuck, wir trauen uns ja gar nicht mehr, unser Spielchen zu machen. Ach nein, wo wir doch gar nicht wissen, wie du uns überhaupt auseinanderhalten kannst. Tut mir richtig leid, dass du kein Eis kriegst. Oh. Und Braten hattest du auch nicht. Ach, lass mal, Nepomuk. Weißt du, bei uns Zwillingen ist das so. Was die eine isst, das schmeckt auch der anderen. Ja, ich kann nicht bestätigen. Nepi. Ja? Also jetzt musst du mir unbedingt mal helfen. Ich krieg die Tür von meinem blöden Fahrstuhl nicht auf. Ich hab doch einen Gast. Och bitte, es geht ganz schnell. Ein Ruck und du kannst zu deinem Gast zurück. Hm? Ja, also gut. Meine Damen, ich bin gleich wieder zurück. Was lacht ihr denn so komisch? Aber Nepomuk, hast du schon mal jemanden ernst lachen hören? Nee. Hier. Ja. Da, fang. Was ist das denn? Das ist die Klette. Hat uns gute Dienste geleistet. Deiner Lisa? Und deiner Geranienmona. Und ich dachte, ich hätte euch reingelegt. Dabei habt ihr mich zweimal reingelegt. Mach die nicht raus, Mädchen. Sag mal, das ist doch hier keine Geranienplantage, du Gartenzwerg. Wie soll ich denn da meine Leute... Ach, da seid ihr... Leute, Sieg für die Zwillinge! Aber Nepomuk hat mit der Klette auch ein duftes Tor geschossen. Oh ja, ja, das hat er, natürlich. Am Ende stand es aber doch 2-1 für die Zwillinge, nicht? Ja, und 1-0 für meine Hängegranien. Ja, die könntest du vielleicht mal bald an die Kette legen, ja? Sonst wachsen die uns das ganze Studio. Zeig mal deine Schulter, deine blaue. Meine Schulter? Wieso? Ja, hab ich da einen Pickel? Nein, kein Pickel.